Der Hofnarr, die Seele, die so lange mir als ständiges Begleiten diente, hat den Schleier der Leere schließlich und für immer fortgezogen. Es ist nun in mir. Es ist ich. Die Welt hat das letzte Mal Cicero, den Mann, gesehen. Bewundert Cicero, den Narren der Herzen. Personifiziertes Lachen. Der Typ ist einfach krank. Habe das alte Tagebuch gefunden, habe beschlossen zu schreiben, eine Abhandlung über Stille, Tod, Dunkelheit und Licht. Wie lange ist es her, Mutter der Nacht, bis die Mutter mir in der Nacht hierher kam? Ja, der Typ ist einfach krank, Leute. Das war gerade der beste Beweis dafür. Letzter Band. Ich habe die Briefe geschrieben, ganz höflich, ganz offiziell, an Astrid den Himmelsrand. Ihre Zuflucht gibt es immer noch. Sie ist immer noch aktiv, aber wie? Kein Zuhörer bedeutet kein schwarzes Sakrament. Kein schwarzes Sakrament bedeutet keine Aufträge. Ihre Familie kann den alten Wegen abschwören und immer noch überleben. Immer noch töten, aber gehören diese Familie immer noch zur Bruderschaft oder zu etwas anderem? Etwas Neuem? Etwas anderem? Etwas Falschem? Etwas Falschem. Seid rum. Wir müssen es müssen. Wir müssen gehen. Morgen setzen wir die Segel. Schwimmen auf einem Boot durch den Graben namens Meer. Sie und ich. Hin und her. Krank, krank, krank vom Schaukeln. Schunkeln, schlingen auf den grauen, grauen Wellen. Ich habe über Himmelsrand gelesen, über die guten Zeiten, die alten Zeiten, die alten Wege. Früher gab es dort eine andere Zuflucht, die Dämmersternzuflucht. Gut, alt und stark. Von Sithis gesegnet. Cicero wird dorthin gehen. Er braucht Astrid nicht. Die Mutter und ich werden uns niederlassen und sie wird zu mir sprechen. Endlich. Und zusammen werden wir den alten Weg erneut aufbauen. Die Losung ist mein. Ich habe sie in einem Brief gefunden. Älter als die Zuflucht selbst. Die schwarze Tür wird fragen, was ist die größte Illusion des Lebens? Ich muss darauf antworten, Unschuld, mein Bruder. Endlich ein Raum, ein Ort, den ich mein eigen nennen kann. Eine Zuflucht der Spaßvögel für den Narren der Herzen. Die Zuflucht ist mein Zuhause, so wie ich es zu hoffen gewagt habe. Kühl und dunkel und wunderbar. Meine Zuflucht vor allem. Ich kenne jede Ecke, jede Halle, jede dunkle Winkel und jede Nische. Meine Zuflucht. Die Wächter kennen mich, erkennen mich als Bewahrer an. Sie lassen den armen Cicero in Ruhe. Die großen hässliche Bestie. Das ist eine andere Geschichte. Sie würden mich fressen, wenn sie könnten. Aber um mich zu fangen, zu zermalmen, müssten sie sich erst selbst finden. Und Cicero wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Denn ich habe meine Zuflucht. Zuflucht vor allem. Ja, er wird in der Zuflucht sein, schätze ich mal. Aber wir müssen es mitnehmen. Sprich mit Astrid. Ja, okay, der wird sich wahrscheinlich in die Zuflucht zurückgezogen haben. Schrank. Vielleicht haben wir hier was Wichtiges drin. Nö. Was war das denn? Pfui. Puppen, wie ekelhaft. Ne, okay, das war's hier. Dann gehen wir zurück zu Astrid und berichten ihr davon. Also wird er sich wahrscheinlich in diese Zuflucht zurückgezogen haben. Bäh, die Mutter der Nacht. Weg hier. Astrid. Gute Nachricht, ich weiß, wo er hin ist. Hey. Hi. Habt ihr etwas gefunden? Ja, Cicero's Tagebuch. Gut, gut. Steht dort auch, wohin er gegangen sein könnte? Ja, eine verlassene Zuflucht im Dämmerstern. Ich kenne die Losung. Die Dämmersternzuflucht? Warum nur? Macht nichts. Es spielt keine Rolle. Ihr müsst gehen. Jetzt. Jeder Augenblick zählt, also nehmt bitte meinen Hengst. Sein Name ist Schattenmähne. Ihr findet ihn draußen am Teich. Er ist einer von uns, um es einmal so auszudrücken. Findet Ambion. Sorgt dafür, dass meinem Mann nichts passiert. Und dann schickt ihr die verdorbene kleine Seele dieses Verrückten in die Leere. In so vielen kleinen Stücken wie möglich. Okay, erst tritt. Hat etwas Cicero verärgert? Nein, zumindest nicht, dass ich wüsste. Nun, wenn ich ehrlich sein soll, war ich in letzter Zeit nicht besonders diskret, was meine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation angeht. Der Gehorsam gegenüber der Mutter der Nacht, dass ihr der Zuhörer sein sollt, das ist lächerlich. Nichts für ungut. Cicero hat möglicherweise gehört, wie ich mit einem der anderen über die Mutter der Nacht sprach. Es ist möglich, dass ich dabei etwas respektlos war. Aber gleich so weit zu gehen, zu versuchen, das Oberhaupt der Zuflucht zu ermorden, das wird Cicero mit seinem Leben büßen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Okay. Gibt es keine Möglichkeit, die Sache zu lösen? Die dunkle Bruderschaft gehört zur Familie. Die Zuflucht gehört zur Familie. Und wir haben schon immer all jene willkommen geheißen, die die Gesellschaft verstoßen hat. Werwölfe, Zauberer, unsterbliche 10-jährige Vampire. Welche Rolle spielt das schon? Ehrlich gesagt bin ich nur selten einem Wahnsinnigen begegnet, den ich nicht mochte. Ciceros Problem ist nicht sein Wahnsinn. Es ist sein Festhalten an alten, überholten Lebensweisen. Die Wege der Mutter der Nacht sind einfach nicht unsere Wege. Er konnte das einfach nicht akzeptieren. Und nun zahlt er den Preis dafür. Okay. Was wissen wir über die Dämmersternzuflucht? Nun, sie ist sehr alt. Anscheinend war sie die erste Zuflucht ihrer Art im Himmelsrand. Sie wird von der Bruderschaft seit nahezu 100 Jahren nicht mehr benutzt. Wenn ihr sagt, Cicero sei dorthin gegangen, können wir annehmen, dass er diesen Ort kennt. Das bedeutet, dass ihr in vertrauter Umgebung gegen ihn kämpfen müsst. Seid vorsichtig. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf geht's, Leute. Verdammter Hofnarr. Ist nicht mal eine Beleidigung in dem Falle. Aber okay, raus hier und dann sehen wir uns mal Schattenmähne an. Das Pferd von Astrid. Ich sag euch so viel, das Pferd ist richtig cool. So, dann sehen wir uns Schattenmähne mal an, Leute. Finde Arnbjorn. Das ist Schattenmähne, Leute, und wir können zum ersten Mal in diesem Spiel reiten. Guckt euch Schattenmähne an, ist das nicht ein cooles Pferd? Oh, ich kann nicht reiten. Ist das nicht cool, Leute? Wahnsinn, oder? Kann mir eigentlich auch einen Bogen drauf ziehen? Eben als Bogen. Das wäre immer cool. Jo. Wie cool, wir können vom. Okay, das sieht ein bisschen ungemütlich aus, aber wir können tatsächlich. Da ist Falkenring übrigens. Können tatsächlich vom Pferd aus mit dem Bogen kämpfen. Hier haben wir Falkenring, entdecken wir den Ort mal eben, dann haben wir den Ort schon mal. Ist, wie ihr seht, nun ein kleines Dörfchen, vergleichbar mit Mortal. Aber das schauen wir uns später an. Wir müssen erstmal Anbjorn finden. Und der ist hier oben in der Dämmersternzuflucht, die wir, soweit ich weiß, auch schon entdeckt haben, oder? Nee, noch nicht. Okay. Reisen wir nach Dämmerstern. So, okay. Dämmerstern ist. Dämmerstern. Schattenmähne ist schön mit durch die Schnellreise gekommen. Sieht echt cool aus, oder? So durch die Gegend zu reiten. Der Schatten ist auch sehr schön gemacht. Okay, da vorne ist es irgendwo. Weg da. Wir reiten munter durch die Gegend. Ich höre jetzt auf. Oh, Vorsicht, Pferd. Stimmt, in Assassin's Creed ist man durch diese virtuellen Grenzen so eingekesselt. Hier fällt man einfach mit dem Pferd runter. Und ja, Leute, die Pferde können sterben. Auch Schattenmähne kann sterben. Und deshalb werde ich jetzt richtig gut auf dieses gute Pferdchen hier aufpassen. Das viel zu cool ist zum Sterben. Okay, hier endet leider die Tragfähigkeit, weil die dunkle Bruderschaft hier doch ziemlich abgelegen liegt. Hier ganz hinten ist der Eingang. Oh! Arnbjorn, da liegt er. Ich hätte darauf kommen müssen, dass Astrid euch geschickt hat. Ihr seid verletzt. Wie habt ihr das erkannt? Dieser kleine Hofnarr kann gut mit seinem Buttermesser umgehen. Aber ich habe auch gut ausgeteilt. Wo ist Cicero jetzt? Dort, hinter der Tür. Sieht aus wie ein altes Heiligtum. Ich wäre ihm ja gefolgt, aber ich kenne den Code nicht.
Diesen Satz kenne ich. Ich hole Cicero. Ihr geht nach Hause. Gut. Ihr habt mich überredet. Ich würde euch sowieso nicht viel nützen. Dieser kleine Gag hat ziemlich tief geschnitten. Aber ich habe ihn schwer erwischt. Wahrscheinlich sogar an einer Arterie. Ich weiß nicht, was dort auf euch wartet, aber ihr könnt wahrscheinlich einfach der Blutspur folgen. Okay, begib dich in die Dämmerstirnzuflucht. Tut mir einen Gefallen und tötet diesen kleinen Hofnarren zweimal. Okay. Was ist die größte Illusion des Lebens? Unschuld, mein Bruder. Das haben wir im Buch gelesen. Willkommen zu Hause. Hallo. Nette Begrüßung. Boah, da war gerade. Also, ich habe jetzt mein neues Turtle Beach Headset, Leute, und damit hört man so richtig dieses Dü-düm, Dü-düm im Hintergrund. So feine Kampfstimmung. Aber, Leute, denkt bloß nicht, hier endet die dunkle Bruderschaft. Wir haben nämlich immer noch einen Kaiser zu töten. Boah, wie böse sich das anhört, aber ist ja so. Denkt nicht, dass wir das jetzt einfach so vergessen und das nicht tun werden. Wir werden den Kaiser töten. Soweit ich weiß. Okay. Und damit willkommen in der alten Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Und seid ihr das? Oh, ich wusste, ihr würdet kommen. Der Beste soll den Besten besiegen. Astrid hat geahnt, dass ihr dummer Wolf den gewitzten Cicero nicht töten konnte. Okay. Wow! 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 Ich brauch mein, ne? Hier links, ne? Links und Eisspalter. Wir wollten jetzt so kämpfen, machen wir es auch. Locken verbessert. Okay, das ging schnell. Wächter der Zuflucht. Ein Vulkangaschwert. Einfach so, das ist auch mal schön. Oh, aber Mutter würde so etwas überhaupt nicht wollen. Ihr tötet den Bewahrer oder ich töte den Zuhörer. Das ist... Autsch! Gatsch, ich spitze! Mein Zuhause ist gut geschützt! Meine Liebe zum Detail sticht! Ja, deine Liebe zum Detail, was? Sticht heraus! In Ordnung, weil ich spitze! Na komm, aua. Uiuiui, okay. Okay, Heilung raus. Mann, wir können es wirklich lange heilen, bevor unser Mana weg ist. Was willst du denn hier? Und tschüss. Wir können doch hier, ist das hier drunter? Ich weiß es nicht genau. W. Wirbelwindsprint. Perfekt. Hast wohl nicht mit einem Drachenblut gerechnet. Eisspalter eben erschüttert.
Okay, Leute, aber was uns da vorne erwartet, seht ihr erst im nächsten Video. Das war's mal wieder an dieser Stelle. Geht echt schnell rum, die Zeit. Aber wir haben einiges geschafft in diesen Videos. Also das nächste Mal geht's hier weiter. Wir stellen den guten Cicero zur Rede und rechnen mit ihm ab. Ansonsten sage ich, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann.